Hallo, ist wieder euer Kreuzfahrturlauber bei Fabian. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringen wir dich an Bord und damit herzlich willkommen hier in Kopenhagen an Bord der neuen MSC Euribia, dem neuesten Schiff von MSC. 331 Meter lang, Platz für maximal 6.300 Passagiere, also wirklich ein besonderes Schiff, ein besonders großes Schiff und damit das fünfte Schiff der sogenannten Meraviglia-Class. Aber das erste Schiff jetzt mit LNG-Antrieb, also mit Flüssigerdgasantrieb, da hat sich dann doch einiges getan. Es wird an Bord viel für den Umweltschutz getan und in diesem Video möchte ich euch gerne einmal so die Highlights im Rundgang präsentieren. Viel Spaß. Beginnen wir den Rundgang hier an Bord der MSC Euribia direkt einmal auf dem Sonnendeck und arbeiten uns dann im weiteren Verlauf so ein bisschen von oben nach unten durch. Bei dem ersten Blick auf Sonnendeck fällt auf, es ist relativ großzügig, schlicht, aber auch modern gestaltet. In der Mitte der große Pool, darum herum gelegen einige Sonnen liegen, überwiegend in der Sonne. Die Schattenplätze sind nämlich den Tischen und Stühlen vorbehalten, wo dann die Getränke der Poolbar genossen werden können. Entweder dann mit dem Blick auf das Sonnendeck oder eben auch durch die großen Glasscheiben auf das Meer. In der Mitte gibt es noch einen kleinen Außenbereich des Poolgrills und hier finden dann auch immer mal wieder Veranstaltungen statt. Es gibt eine große Bühne mit einem LED-Screen und gerade zum Ablegen so eine Sail-Away-Party, da kommt richtig Stimmung auf hier. Im hinteren Bereich gibt es noch den sogenannten Horizon-Pool. Das ist ein weiterer, relativ großer Pool mit Blick auf die Heckwelle, die Hecksee. Dort ist das Ganze terrassenförmig angeordnet, sodass man auch aus den hinteren Reihen noch gut etwas sehen kann. Und darüber gelegen wiederum, dort befindet sich dann der Ocean Cay Aquapark mit dem Kletterpark. Also Spaß für die gesamte Familie. Dort kann man die drei verschiedenen Wasserrutschen ausprobieren oder auch den Kletterpark. Schön dabei finde ich, der ist an der frischen Luft und bietet dann auch herrlichen Ausblick auf das Meer. Also einer der schönsten Plätze definitiv dort hinten ganz oben. Und vom Rutschenturm aus hat man den höchsten Punkt, den man als Passagier erreichen kann hier an Bord. Wenn das Wetter dann mal nicht ganz so gut werden sollte, was durchaus ja passieren kann, auf den winterlichen Abfahrten ab Hamburg, dann gibt es noch den Bambu-Pool. Der ist mit einem Glasdach überdacht. Das kann bei Bedarf auch geöffnet werden. Und da hat man dann wetterunabhängiges Badevergnügen. Dort kann man den Pool nutzen und die Whirlpools. Und auch hier gibt es noch mal eine weitere Poolbar. Das Herzstück des Schiffes ist die große Galeria Euribia. Die befindet sich auf Deck 6 und 7, also über zwei Decks rund 112 Meter lang und damit ja wirklich zentraler Treffpunkt auf diesem Schiff. Zahlreiche Shops, Restaurants und auch Bars und Cafés befinden sich hieran. Also durchaus so eine kleine Shoppingmeile in Anführungsstrichen, die nochmal so ein bisschen zum Geld ausgeben einlädt. Ob es ein Chocolatier ist, ob es Spezialitätenrestaurants sind oder dann eben auch noch einige Shops, denn hier an Bord gibt es somit die größte Shoppingauswahl auf den Weltmeeren. Hier sollte also für jeden etwas dabei sein, wenn man nochmal sein Portemonnaie etwas öffnen möchte für das ein oder andere Mitbringsel aus dem Urlaub. Ja, und ansonsten hat man hier natürlich auch ein besonderes Ambiente, von daher durchaus schon schön, dort abends einzukehren in einer der Bars und ein bisschen das Treiben auf der Galeria Euribia zu beobachten. Das Treiben mündet dann sozusagen im Atrium, das Ganze über drei Decks, sehr beeindruckend gemacht. Und hier dürfen natürlich auch die Swarovski-Treppen nicht fehlen. Auf der neuen MSC World Europa gibt es sie nicht mehr im Atrium, hier auf der Euribia hingegen gibt es hier noch die berühmten Swarovski-Treppen und auch im Atrium dann nochmal ein paar Bars gelegen, wie zum Beispiel die Champagner-Bar. Und Bars gibt es hier an Bord einige. Einige Klassiker, wie zum Beispiel auch Masters of the Sea, dem Pub an Bord oder die gerade erwähnte Champagner-Bar. Es gibt aber auch neue Bars, wie zum Beispiel Helios Winemaker. Das ist so eine Bar, wo man ein interaktives Wine-Tasting machen kann, eine Masterclass besuchen kann. Tatsächlich ganz interessant und das Barangebot, da sollte für jeden was mit dabei sein. Getränkepakete gibt es natürlich auch gegen Aufpreis. Ansonsten müssten Getränke hier einzeln bezahlt werden an Bord. Durst und Hunger liegen nicht weit auseinander. Entsprechend sollten wir natürlich auch noch über die Kulinarik sprechen hier an Bord. Und da gibt es eine große Auswahl, 10 verschiedene Restaurants, davon 5 Hauptrestaurants, die im Reisepreis enthalten sind und 5 wiederum, die nicht im Reisepreis enthalten sind und der Kategorie der Spezialitätenrestaurants angehören. Fangen wir an mit dem Colorado River. Das ist mein Lieblingsrestaurant an Bord, was den Ausblick angeht. Ganz hinten auf Deck 6 gelegen, mit einem herrlichen Ausblick auf die Heckwelle und so ein bisschen Panorama-Ausblick hat man dort auf jeden Fall. Ganz schön. Und darüber hinaus gibt es noch 3 weitere Hauptrestaurants, da man hat dann abends immer einen fest zugewiesenen Tisch auf der Cruise Card, also auf der Kreuzfahrtkarte steht dann Tischzeit und Tischnummer. Dort sollte man sich dann abends einfinden. Tagsüber, also zum Frühstück und Mittagessen, hat man dann freie Platzwahl in den derzeit geöffneten Restaurants. Darüber hinaus gibt es noch das Marketplace Buffet Restaurant oben auf Deck 15. Dort gibt es dann fast den ganzen Tag über auch immer eine Auswahl am Buffet.
Und wenn es etwas Besonderes sein soll, dann gibt es noch die Möglichkeit, die Spezialitätenrestaurants auszuwählen. Zum Beispiel der Taco-Laden Olla heißt das Ganze. Oder auch zum Beispiel die asiatische Meile mal auszuprobieren mit dem Teppanyaki-Grill, der Sushi-Bar. Oder auch ein Besuch in der französischen Brasserie Le Grill. Also das ist auch eine gute Möglichkeit. Das dann natürlich gegen Aufpreis. Aber wenn es mal etwas Besonderes sein soll oder man das kulinarische Angebot der schon inkludierten Restaurants noch abrunden möchte und sich ein bisschen durch die internationale Küche probieren möchte, dann hat man dazu auf jeden Fall die Gelegenheit hier an Bord. Mein Lieblingsbereich an Bord, das ist die neu gestaltete Karussell-Lounge. Und zwar war das auf den vergangenen Schiffen der Meraviglia-Class ein Ort, der abends zwar sehr schön war mit diesen großen Rängen in Richtung Bühne, wo abends viel Artistik geboten wurde. Tagsüber jedoch war der Bereich überwiegend ungenutzt. Und das soll sich hier an Bord der Euribia ändern, denn das Ganze ist jetzt eher ein Lounge-Konzept, also den ganzen Tag über benutzbar. Man kann sich dort hinsetzen, den Ausblick aus den riesigen Panoramafenstern in Richtung Heck beobachten und man kann hier auch frühstücken. Stücken, ein paar Snacks zwischendurch genießen. Es gibt nämlich eine Bar mit Snacks, die den ganzen Tag geöffnet hat. Und es gibt jetzt auch zwei Außenbereiche, einer auf der Steuer, einer auf der Backbordseite, sodass man hier wirklich einen ganzen Tag verbringen kann. Abends verwandelt sich das dann in eine Show-Location. Die Big Band tritt hier auf derzeit, so ist das Konzept zumindest geplant, dass man hier eine 18- oder 19-köpfige Band an Bord hat, die dann verschiedene Genres spielt, also zum Beispiel mal einen Disco-Abend oder auch mal einen Swing-Abend und so weiter. Das wechselt dann wohl durch, 2 bis 3 Shows pro Abend, das Ganze dann ohne Reservierung. Man kann also kommen und gehen, wie man möchte. Alles recht unverfänglich. Am Bug des Schiffes gibt es noch das Delphi-Theater, also eine klassische Theater-Location. Auch da gibt es dann natürlich Shows, die dann aber mit Reservierung vorab über die MSC-App und auch da rundet das Programm dann das Entertainment-Programm hier an Bord ab. Ein so großes Kreuzfahrtschiff bietet natürlich die vielfältigsten Möglichkeiten, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Zum Beispiel im MSC Sportsplex kann man sich aktiv betätigen. Eine überdachte Multifunktionsarena, wo zum Beispiel dann auch Volleyball gespielt werden kann. Direkt daneben befindet sich ein Formel-1-Simulator. Es gibt eine Bowlingbahn und weitere verschiedenste Möglichkeiten, dort etwas zu erleben. Man kann sich zum Beispiel auch aktiv im Fitnessstudio betätigen. Oder wer sagt, für mich bedeutet eine Kreuzfahrt Entspannung und Erholung. Ja, für den gibt es auch noch den MSC Aurea Spa-Bereich. Dort kann man dann ja Saunen, Massagebecken und Entspannungsliegen nutzen. Das Ganze dann aufpreispflichtig. Kleiner Nachteil, Meerblick gibt es hier nicht. Es ist ein komplett innenliegender Bereich. Erholung findet man hier aber sicherlich trotzdem. Wenn ihr jetzt sagt, das sieht alles schon ganz gut aus, ihr seid aber auf der Suche nach dem gewissen Extra, dann gibt es den MSC Yacht Club. Das ist ein Schiff-in-Schiff-Konzept für Suitengäste, die eine Suite der Yacht Club-Kategorie gebucht haben. Ein Schiff-in-Schiff-Konzept, wie man so schön sagt. Also all das, was ihr für eine Kreuzfahrt benötigt, findet ihr dort in eurem eigenen exklusiven Bereich, den andere Gäste nicht betreten können. Das heißt, ihr habt dort eine Topsail-Lounge, also eine schöne Bar mit einer tollen Lounge, darüber gelegen ein Restaurant und wiederum darüber gelegen ein eigenes Sonnendeck mit Butler-Service dort in dem Bereich und vielen weiteren Privilegien. Wenn es etwas Besonderes sein soll, dann ist der Yachtclub vielleicht eine Überlegung wert. Das waren die Highlights der neuen MSC Euribia. Wenn es euch interessiert, schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei, denn dort gibt es viele weitere Videos von diesem besonderen Schiff hier mit der ganzen Taufe. Wir schauen uns die ganzen Kabinen- und Suitenkategorien an und viele weitere Videos. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen und vor allem auch den Kanal zu abonnieren. Also gebt gerne einen Daumen hoch und aktiviert die Glocke. Wenn ihr Interesse an einem Schiff habt, bucht gerne eure nächste Reise unter meinschiffberater.com. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald hier im nächsten Video von Bord der MSC Euribia. Euer Fabian.